Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borderlands 2, Folge 12. Heute geht's Hopp auf die Beine weiter. und auf in den Kampf. Wir müssen jetzt den Energiekern beschaffen und nach Sanctuary gehen. Und ja. Mal gucken, wie wir da noch hinkommen. Na, mit dem Auto kommt man hier nicht rein, oder? Können wir. Ich wollte euch Buß geben. Bis. Sterblichkeit? Nein, danke. Ja, also mit dem Auto so rüber. Nur anders da landen, aber ja. Hyperion nutzt die Gelegenheit und sagt, oder gibt's hier einen Weg noch lang? Wenn ich hier so rumfahre und dann Gas gebe, Gas, Gas, ich will Gas, ich will Gas. Müsste das gehen, meine Damen und Herren. Nehmen wir mal aus, fahren wir mal hier oben lang. Da. Und schnell, Gott. Ordnung hier. Hardcore, okay. Ja, ganz so. Bitte, bitte. Ha. Guck mal, so rum. Nee. Ich guck jetzt mal, ob es da noch einen anderen Weg gibt.
Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Sammle noch ein paar mehr. Jo, jetzt sind wir da, wo wir hin sollen. In Windbreaker. Ich überlasse meiner verloren. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknüpft hast. Zumindest heute nicht zerstören. Geht zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raiden. Mist, ich werde angegriffen. Ich werde. Kontaktiere LT Davis. Lieutenant Davis. Ich hab's nicht geschafft.
Schnell befreien. Und das soll er von mir das Ziel. Wenn ich das mal finden würde, würde ich das auch machen. Ah, das ist, ach, das Ziel habe ich mir selber gesetzt. Ach so. Ich habe gedacht, da wäre noch was. Gehen wir zum Potent Davis. Botschaft an Sanctuary, der letzten Passion des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditen abschauen zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen. Munition benötigt. Ich habe da ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde ich nur verwirren. Nur Täuschung. Der Tod, das bin ich.
Bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.